Leute, in dieser Hello Neighbor Folge passieren übelst abgefuckte Sachen. Es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr euch das ganze Video anguckt, damit ihr einfach seht, was hier für eine kranke Scheiße heute abgegangen ist. Es ist wirklich übel gewesen, ohne Scheiß. Ich werde euch jetzt ganz kurz sagen, worum es ging, was ich in der Folge machen wollte. Und dann zeige ich euch einfach, was passiert ist. Es ist wirklich übel gewesen, ich schwör's euch. Das ist mit das Krasseste, was ich bis jetzt in Hello Neighbor erlebt habe. Es ist das Krasseste, was ich bis jetzt in Hello Neighbor erlebt habe. Und in der Alpha 2 konnte man ja sehen, dass der Nachbar unter seinen Schuhen 666 stehen hat. Da war dann meine Theorie, dass der Nachbar irgendwie mit dem Teufel im Bunde steht und dass wir in der Alpha 3 auch Hinweise darauf finden werden, dass der Nachbar irgendwas mit dem Teufel zu tun hat. Dieser Theorie wollte ich in der heutigen Folge nachgehen. Und ich habe dann so ein paar Hinweise noch gefunden, war dann auch noch mal im Ending und so weiter und dann hat es angefangen. Es sind wirklich abgefuckte Sachen passiert. Ich meine, Hello Neighbor ist ein bisschen abgefuckt, aber es sind Sachen passiert, die sind vorher noch nie in Hello Neighbor passiert. Und es sind Sachen passiert, die bestimmt auch nicht so passieren sollten. Und Freunde, wir haben jetzt gerade 3.25 Uhr. Ich habe das Video eben aufgenommen, bin jetzt gerade dabei, es zu schneiden. Und es ist einfach nachts, es ist dunkel, es sind übelst kranke Sachen in dem Spiel passiert und... ja, keine Ahnung, es ist übelst creepy. Jedenfalls, Leute, schaut euch jetzt einfach mal ein paar Ausschnitte aus der Folge an. Ich habe euch das jetzt so ein bisschen zusammengeschnitten. Das Wichtigste ist dann jetzt drin, damit ihr seht, was für abgefuckte Scheiße da passiert ist. Und ansonsten vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Und viel Spaß damit. Aber es ist wirklich krank. Nur als Warnung. Es passieren wirklich abgefuckte Sachen. Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tuelphone. Herzlich willkommen nach sehr, sehr langer Zeit zu einer weiteren Folge Hello Neighbor. Denn wir haben noch ein weiteres Geheimnis. Wir sind ja in der Alpha 1, der Alpha 2 und auch der Alpha 3 jetzt wirklich schon vielen Geheimnissen auf den Grund gegangen. Wir haben schon viel rausgefunden, wir haben uns viel angeguckt, doch eine Kleinigkeit habe ich scheinbar übersehen. Ich war eigentlich der Meinung, dass wir mittlerweile in Alpha 1 und sowieso, also Alpha 1 und Alpha 2, war ich der Meinung, dass wir da sowieso alles gefunden hatten, weil wir haben wirklich viel dazu gemacht, wir haben uns wirklich viel angeguckt, wir haben viel rausgefunden, aber scheinbar hat sich da eine Kleinigkeit noch meinem Wissen und meiner Neugier entzogen. Weil ich bin jetzt neulich mal so die Kommentare unter meinen Hello Neighbor Videos durchgegangen und manche hatten da, also bei der Alpha 2, hatten da manche geschrieben, ich sollte mal bei dem Nachbar gucken, unter denen seinen Schuhen würde irgendwas stehen. Und in der Alpha 2 hatten wir ja auch unsere kleine Cheat-Konsole und unsere kleinen Cheat-Kommandos und so weiter. Also bin ich in die Alpha 2 rein, hab mir mal bei dem Nachbarn alles genau angeguckt und man sieht da, dass beim Nachbarn unter der Schuhsohle 666 steht. Und wie wir alle wissen, ist dreimal die 6 oder 666 die Nummer des Teufels. Was also bedeutet, dass der Nachbar bestimmt in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Verbindung zum Teufel steht. Vielleicht ist er der Teufel, vielleicht ist er ein Satanist, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind mir dann so ein paar Sachen klar geworden. Der Nachbar hat die 666 an seiner Schuhsohle stehen, hat irgendwas mit dem Teufel zu tun. Und jetzt müssen wir ein bisschen vorspulen, jetzt sind wir in der Alpha 3. In der Alpha 3 haben wir in der Endsequenz im Keller dieses Kind, diese Schattengestalt, die sehr merkwürdig aussieht. Wo sich auch viele schon gefragt haben, ist das überhaupt ein Kind? In welcher Relation steht dieses Ding zum Nachbarn? Warum ist er so eine Schattengestalt in diesem Nebenraum? Und warum weint der Nachbar im Vorzimmer? Ist das Kind gestorben? Ist irgendwas Schreckliches passiert? Keine Ahnung. Wenn wir das Ganze jetzt jedoch mit dieser 666 verbinden und der Nachbar steht im Nachbarzimmer und weint, das Kind steht da, in diese Schattengestalt steht da in der Ecke, das lässt sich ja irgendwo darauf schließen, dass der Nachbar vielleicht irgendein satanistisches Ritual versucht hat durchzuführen oder so und hat damit sein Kind in irgendwas anderes verwandelt, in einen Dämon, in diese Schattengestalt, in dieses Ding aus einer anderen Welt und der Nachbar steht jetzt im Nachbarzimmer und weint, weil er nicht weiß, was er tun soll. Das ist eine Theorie, die ich habe gerade. Die ist fucking weird, ich weiß. Aber keine Ahnung, das ist gerade so ein Hirngespinst, was sich bei mir aufgebaut hat. Wir werden jetzt einfach nochmal die Alpha 3 unter die Lupe nehmen. Wir werden jetzt einfach nochmal die Alpha 3 ganz genau angucken und mal schauen, ob sich irgendwelche Hinweise auf Satanismus, den Teufel, in der Alpha 3 im Haus des Nachbarn finden lassen. Denn dann würde das ja irgendwo, vielleicht unterstützt das dann auch irgendwo die Theorie. Wir schauen uns jetzt einfach mal das Haus vom Nachbarn genau
an. So Leute, ich habe jetzt auch schon wieder meine kleine Cheat-Konsole aktiviert, die kennt ihr ja noch aus den alten Folgen. Das heißt, wir haben wieder Low Gravity und so weiter, damit wir das Ganze hier ein bisschen einfacher haben, weil ansonsten läufst du dich hier dumm und dämlich. Wir wollen jetzt ja nur ein bisschen erkunden, ein bisschen was rausfinden, schauen, ob hier irgendwas von dem, was ich jetzt gerade an Theorie aufgestellt habe, wahr ist. Und dafür muss ich jetzt nicht Hello Neighbor normal spielen. Also das muss nicht sein. Okay, flieg weiter, bis hier hoch, sehr gut. Wir fangen jetzt nämlich einfach mal im oberen Stockwerk an. Ich glaube nämlich, im unteren Stockwerk würden wir da sowieso nichts finden. Weil das untere Stockwerk ist halt, da ist halt eh nichts. Hä? Ist der Stuhl auf mir? Oder wo hänge ich jetzt fest? Ah ne, okay, es geht jetzt. Gehen wir mal hier durch. So. Schauen wir mal. Es könnte nämlich auch sein, dass hinter irgendeinem von diesen Bildern was steht. Aber man weiß es halt nicht, ne? Man müsste jetzt hier wirklich viel durchsuchen, kontrollieren, um hier wirklich rauszufinden, ob der Nachbar hier irgendwas noch weiter versteckt hält und ob hier noch irgendwas ist, was, ja, das wir noch finden können. Und was ich jetzt halt glaube, ist, wir sollten uns einfach mal ins Ending teleportieren, beziehungsweise eine Sache möchte ich euch noch zeigen, noch eine Kleinigkeit, die meine Theorie nämlich auch noch unterstützt. Denn wenn wir jetzt hier rüber reingehen, kennt ihr das noch hier? Hier, diese komische Figur, die dann erleuchtet wird und wo dann hier einfach dieses Licht so komisch scheint und du so ein dämonisches, grausames, gruseliges, creepy as fuck Lachen hörst. Ich finde, das unterstützt irgendwo meine Theorie. Ich finde, das unterstützt irgendwo die Theorie, dass der Nachbar hier mit irgendwelchen Mächten im Bunde steht, die mir überhaupt nicht geheuer sind. Überhaupt nicht. Okay, Freunde, wir teleportieren uns jetzt einfach mal durch die Tür ins Ending. So, Moment. Wir müssten uns jetzt ja da rein teleportieren. Hä, wieso hat er sich nicht... Hä? Der müsste sich doch... Lol. Okay, Freunde, wir sind jetzt im Ending. Der Nachbar ist jetzt hier und weint, das wissen wir ja. So, Moment mal, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss jetzt kurz schauen, dass ich mit meinen Teleportationsdingern aufpasse, dass ich mich nicht aus Versehen hier aus der Welt rausschieße. Ist jetzt die Frage, ob hier... Wir können ja auch nichts öffnen, ne? Ist jetzt die Frage, ob wir irgendwas finden, was in irgendeiner Art und Weise damit in Verbindung steht. So, Moment, ich teleportiere mich mal. Okay, nein, so geht das schon mal nicht. Kann ich mich so hier rüber teleportieren? Ja, okay. Hier ist jetzt... Moment. Hier ist diese Schattengestalt. Alter, das ist so creepy. Hier ist diese Schattengestalt von dem Kind. Und es sieht halt so aus, der Witz ist halt auch, man sieht das Ding von der einen Seite nicht, sondern nur von der anderen. Jetzt ist halt wirklich die Frage, was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten, dass hier diese Schattengestalt von einem Kind ist? Man kann mit dem Ding auch nicht interagieren oder so. Und es ist jetzt die Frage, was hat das zu bedeuten? Der Nachbar weint da drüben, diese Schattengestalt ist hier, der Nachbar hat scheinbar irgendwas mit Teufelskräften oder so zu tun, keine Ahnung, mit irgendwas. Und hier hast du dann diese Schattengestalt vom Kind. Ja, Freunde, ich dachte, wir finden jetzt im Ending irgendwelche Hinweise darauf, dass der Nachbar mit dem Teufel im Bunde steht, so wie es meine Theorie ist. Aber selbst jetzt hier bei dieser Gestalt... Hey, wow! Wow! Wow. Habt ihr das gerade gesehen? Alter, das Kind hatte gerade rote Augen. Ich schwör's. Das Kind hatte gerade rote Augen. Alter, das ist ja ultra creepy. Ich habe diese Schattengestalt noch nie irgendwas machen sehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das bis jetzt einfach noch nicht gesehen habe oder ob das neu ist. Ich habe Hello Neighbor auch neu runtergeladen übrigens. Keine Ahnung, ob die irgendwas an der Version geändert haben. Aber das war gerade ultra creepy. Alter. Okay, keine Ahnung. Aber ich glaube, Freunde, im Ending ist wirklich nichts mehr. Ich behalte erstmal das Kind im Auge, Mann. Ich glaube, im Ending ist wirklich nichts mehr. Ich werde jetzt nochmal zum normalen Haus gehen und einfach nochmal gucken, ob da noch irgendetwas ist, was wir vielleicht übersehen haben. Ayaya, Coco Jumbo, So, Freunde, wir sind jetzt hier wieder in der Oberwelt. Also wir sind jetzt quasi aus dem Ending wieder raus und sind jetzt wieder hier oben. Müssen uns jetzt einfach nochmal ein bisschen hier umschauen. Ich will das wirklich finden. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass hier noch irgendwas versteckt ist, was wir finden können. Ich bin der festen Meinung, dass hier noch irgendetwas gibt, was meine Theorie unterstützt. Ich muss es glauben, ist ja meine Theorie. Aber wir gehen jetzt erstmal in das Haus vom Nachbarn rein und zwar jetzt mal hier ins untere Stockwerk und sehen uns einfach mal um. Wo ist eigentlich der Kollege? Wo ist eigentlich der Nachbar? Ich weiß es nicht. Ah, nein! Ah, das Ding ist nicht zerbrochen. Dank Anti-Gravity-Mode ist es nicht zerbrochen. Wie viel Glück kann man haben? Ich habe nämlich Anti-Gravity, habe ich auf jeden Fall wieder aktiviert. Aber, ich habe... Moment, der Nachbar ist hier irgendwo. Oder? Oh, da ist er! Hat er mich gehört? Ne, er steht da einfach nur. Lol. Oh, jetzt!
Jetzt hat er mich gehört. 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 Ist er hinter mir? Er ist nicht hinter mir. Lol. Er ist mir nicht komplett gefolgt. Ja, easy. Kein Problem, Freunde. Hä, was ist denn da jetzt passiert? Habt ihr das gesehen? Da waren gerade wie so rote Striche. Hä, hey, what the fuck is going on here? Erst diese roten Augen. Ich hab da... Warte mal. Von hier hinten hat man die eben gesehen. Okay, da ist der Nachbar. Da waren so rote Striche mitten im Flur drin. Keine Ahnung, was das war. Ich schwör's euch, keine Ahnung, was das war. Ich schaue mich jetzt auch mal in meinem Haus um. Vielleicht ist in meinem Haus ja irgendwas, was... Ja, pff, was auch noch irgendwie... Ich weiß es doch nicht. Ich bin einfach nur noch auf der Suche nach Hinweisen. Aber es ist gerade irgendwie creepy as shit hier drin. Hier passieren gerade Sachen, die bis jetzt noch nie in Hello Neighbor passiert sind. Jedenfalls nicht in der Alpha 3. Keine Ahnung, was das soll, Leute. Ich weiß es nicht. Wir schauen uns jetzt einfach mal hier um. Hier oben könnte man ja auch noch durch, ne? Warte mal, ich gehe mal hier durch. Aber hier oben ist ja, warte, ein bisschen hier rüber teleportieren. Ich kann mich hier gar nicht bewegen, hä? Lol, ist ja scheiße. Ah doch, jetzt, okay. Aber hier ist nichts, ne? Hier ist auch nichts, ne? Ah, hier drüben ist wie so ein Kasten, wo ich wahrscheinlich dann drinnen festgehangen bin. Ah, okay, weil hier ist jetzt quasi eine unsichtbare Wand, hier komme ich nicht durch. Deswegen habe ich eben wahrscheinlich auch festgehangen. Leute, ich bin hier gerade noch ein bisschen am Rumschleichen gewesen, ne? Habe hier noch ein bisschen nach Hinweisen in meinem Haus und um mein Haus gesucht. Und hört ihr das? Das ist ein Klingeln. Wisst ihr, was das für ein Klingeln ist? Das ist unser Telefon. Unser Telefon klingelt. Das hat noch nie geklingelt in Hello Neighbor. Das klingelt nur, wenn wir beim Nachbarn anrufen. Und es hört auch nicht auf. Ich habe gerade erst eine Weile hier gestanden und habe gewartet, dass das Ding vielleicht aufhört zu klingeln, aber es klingelt einfach weiter. Ich werde jetzt mal dran gehen. Vielleicht ist es ja der Nachbar. Ich frage einfach mal. Aber Moment, muss so. Okay, hallo, guten Tag. Alter. Was ist denn das? Alter, hört ihr das? Ich habe keine Ahnung, was in dieser... Ich leg das Ding wieder auf. Leg das Handy weg, Telefon weg. Ich habe keine Ahnung, was gerade in Hello Neighbor los ist. Ich habe keine fucking Ahnung, was hier gerade los ist. Das Telefon hat noch nie geklingelt. Noch nie. Und es war auch noch nie jemand dran, was auch immer das gerade war. Ich habe keine Ahnung. Es ist übelst creepy gerade. Ich werde jetzt einfach mal gucken. Ich suche jetzt einfach mal den Nachbarn und mal schauen, was der Kollege so macht. Vielleicht hat er ja auch... Vielleicht ist beim Nachbarn ja auch irgendwas neu. Wo ist der denn? Der ist auch gerade irgendwie getriggert, ne? Der jagt uns ja eigentlich gerade. Wo ist er denn? Da drüben. Ah, der hängt fest. Der hängt fest. Okay, warte. Ich lass mich mal kurz snatchen von ihm. Okay. Hallo, Kollege. Ja, komm. Hat er mich? Ne, hä? Er hat mich nicht gefangen. Er hat mich weggeschubst. Warum schubst er mich denn weg? Hä? Was ist denn gerade in Hello Neighbor los? Was? Okay, jetzt hat er mich gesnatcht. Alter, er hat mich gerade einfach weggeschubst, anstatt zu fangen, so als würde er sagen, bleib weg von hier. Bleib weg von hier, hier ist es nicht gut, hier ist gefährlich, Mann. Oh! Der Nachbar ist einfach verschwunden. Habt ihr das gerade gesehen? Der Nachbar sieht mich, wird getriggert, rennt auf mich los. Hier ist auch eine Überwachungskamera. Er wird getriggert, rennt auf mich los und er ist einfach verschwunden. Ich habe keine fucking Ahnung, was hier los ist. Wirklich, Freunde. Ich weiß es nicht. Es ist übelst creepy as hell. Freunde, das ist gerade einfach creepy as shit. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Hier passieren gerade richtig merkwürdige Sachen in Hello Neighbor, die bis jetzt noch nie passiert sind. Auf einmal ganz merkwürdig, ich habe keine Ahnung. Vielleicht merkt der Nachbar, dass ich ihm auf die Schliche komme. Vielleicht ist meine Theorie wahr. Vielleicht ist er der Teufel. Vielleicht ist er ein Satanist. Vielleicht ist er von einem Dämon besessen. Keine Ahnung. Aber es ist übelst creepy. Vor allem, wir haben gerade, warte mal. Wir haben jetzt gerade 3:15 Uhr nachts. Das ist richtig sick, Alter. Das ist überhaupt nicht geil. Na, Freunde, das war es jetzt erstmal für diese Folge von Hello Neighbor. Es ist übelst kranke Scheiße passiert. Sowas ist vorher noch nie passiert in Hello Neighbor. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze sollte. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich werde das Spiel jetzt einfach nicht mehr anfassen, bis die Vollversion draußen ist. Ja, keine Ahnung. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Sachen, die ich mir unbedingt angucken soll. Falls ihr noch irgendwelche Challenges habt, schreibt sie in die Kommentare. Aber ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder in irgendeinem anderen Video auf meinem Kanal. Drückt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gebt einen Daumen nach oben, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Und bis dahin.